Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu der neuen Mod-Vorstellung für den ETS 2. Ja, und zwar geht es heute um die animierten Lenkräder, also Animated Steering Wheels oder Wheel, wie auch immer. Und ja, können wir uns direkt mal hier einige mal anschauen. Fangen wir mal an mit den DAF 2021. Ja, könnt ihr daran sehen, wenn das hier so nach oben geklappt ist, dass sie direkt animiert sind. Und beim DAF XF auch. Finde es eine feine Sache, das Ganze. Wo es nicht funktioniert, ist zum Beispiel hier beim Iveco Stralis, beim Iveco Stralis Highway. Also bei dem, da könnt ihr direkt sehen, dass das Ganze hier, ne, nach unten ist, also nicht funktioniert. Und bei dem auch nicht. Gibt es da noch ein paar weitere, leider. Beim MAN TGX Euro 5 auch nicht. Ja, funktioniert auch nicht, wenn ihr den Mod drin habt. Beim TGX funktioniert es. Beim TGX Euro 6 funktioniert es auch. Und beim Mercedes-Benz Actros funktioniert es leider auch nicht. Ja, wie ihr sehen könnt. Aber dafür wieder beim New Actros, Mercedes-Benz New Actros, funktioniert es. So, gehen wir mal weiter in der Liste durch hier. Der Renault Magnum funktioniert auch, wie ihr sehen könnt. Und beim Renault Premium glaube ich nicht. War doch was, ne? Nein, beim Renault Premium funktioniert es nicht. Renault T sollte auch funktionieren. Nein, da wollen wir hin. Genau. Und beim, ja, Magnum haben wir gesehen. Beim Scania R 2009 wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren, oder? Nein, auch nicht. Aber dann beim Scania R funktioniert es. Und beim Scania S auch. Ja, auch. Ne? Könnt ihr immer hier sehen von der Stellung her des Lenkrades. Ja. Und ja, ist eine feine Sache, wie gesagt. Streamline leider auch noch nicht. Und beim Volvo, beim Classic geht es auch nicht, wie wir sehen können. Ja, und beim Volvo, beim neuen, da funktioniert es. Jawohl, da geht's. Ja, ist im, wie gesagt, im Großen und im Ganzen ein sehr schicker Mod, finde ich. Ja, und ja, dann können wir uns gleich mal einen rauspicken. Im Übrigen, falls einer von euch den Scania Next Generation Pack hat von Eugene, ja, den kriegt er beim SES Forum, unter anderem, vielleicht auch woanders, keine Ahnung. Das funktioniert auch bei dem, ja. Nur so am Rande erwähnt. Und ja, als solches sollen dann noch vom Ersteller her, vom Mod-Ersteller, sondern noch nach und nach weitere Folgen, weitere LKWs, ne? Also die ich euch genannt hatte, wo es nicht geht, wird dann vielleicht demnächst, ne? Wann auch immer, so nach und nach das dann ja nachgemoddet, ne? Okidoki. So, dann ja, suchen wir uns gleich mal eins aus hier, ein LKW, um euch das mal nur so zu zeigen und dann ja könnt ihr euch das dann auch mal, könnt ihr das Ganze auch mal testen. So, okidoki. Okay, jetzt sind wir im Game mit dem neuen MAN und als Info sei noch mal gesagt, von außen werdet ihr das Lenkrad nicht sehen, ja, wenn das eingeklappt ist, ja, wie ihr sehen könnt, seht ihr den Fahrer, aber als solches seht ihr das natürlich nicht, ja. Okay, so, nur wenn ihr jetzt, ja, drin seid, ja, was ja auch Sinn macht und so, also von daher ist das ja auch so eine feine Sache, finde ich.
Ja, mal. Ganz normal. So, fährt dann raus. Und dann. Ist doch schick, oder? Finde ich. Zumal man jetzt schon jetzt einige LKWs zur Auswahl hat, ne? Das ist schon, und es dann noch weitere dann geben wird in naher Zukunft. Doch, also mit dem animierten Lenkrädern. Das finde ich ganz, ganz gut. Machen wir den aus. Ja. Alles Taco. So, und so wieder an. Also, funktioniert. Bei den neuen sowieso, bei den anderen, die ich ja genannt hatte. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, bei denen funktioniert es dann nicht. Ja, okay, dann Leute, sage ich mal, im Großen und im Ganzen ist es ein realistischer und authentischer Mod, finde ich. Macht doch dann den Ganzen, macht doch viel mehr Spaß, so wenn man solche Sachen mit am Start hat, ne? Meine Meinung, ja. Und ja, ihr findet diesen Mod natürlich im Steam Workshop. Und ja, dann war es das von meiner Seite und viel Spaß damit und euch allzeit gute Fahrt. In diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.